Moin moin und willkommen zur 84. Folge von City Skylines. Ich war schon ein paar Tage nicht mehr am Start hier auf YouTube. Das lag unter anderem daran, dass ich einmal den PC neu aufsetzen musste, weil es irgendwie ja durch Wechsel von Nvidia zu AMD und von AMD wieder zurück irgendwie, ja, keine Ahnung, hat es glaube ich das Windows so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich weiß nicht, irgendwie ist ja auf einmal ständig abgestürzt. Jetzt scheint es erstmal wieder zu laufen. Und ich habe noch ein altes Hobby aufleben lassen, was auch einiges an Zeit mit sich gezogen hat. Genau, jetzt muss ich mich dementsprechend, ich habe Windows frisch installiert, habe versucht, alles von den Settings her einigermaßen so hinzudrehen, wie ich es vorher hatte. Ich glaube, das Wasser sieht ein bisschen anders aus, der Himmel ein bisschen. Aber das werde ich so oder so auf der neuen Map dann nochmal anpassen. Genau. Im Prinzip soll es jetzt einmal weitergehen mit dem mittleren Bereich, auch mit der Wall Street hier ein bisschen, wobei ich in der Mitte noch nicht genau weiß, was ich da machen will. Und ich habe mir noch ansonsten ein Asset aus dem Workshop geschnappt. Das kann ich euch jetzt auch einmal zeigen. Und zwar ist es das Asset oder ein Asset von Ami Polizeifunk. Das ist so ein Mod Asset Creator, der ja relativ viele Sachen aus Berlin macht, und der hat das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park gemacht. Das ist so eine Gedenkenstätte und ein Soldatenfriedhof in Berlin. Und ja, das Ding wurde irgendwie 1949 nach Ende des Krieges gebaut und ja, soll an die gefallenen Soldaten erinnern. Und das ist echt ein Riesending. Das Ganze ist als ja, Parklife DLC umgesetzt. Und zwar kann man hier jetzt unter Parks dann, lass ich mal eben schauen, wo das jetzt überhaupt drunter ist. Ich glaube, das ist sogar. Das hier bei einem Park mit reingebaut, bei dem Stadtpark. Genau, hier ist es mit bei. Wenn ich hier mal auf die Steam-Teile filter, dann sieht man hier ja kleinere Sachen, solche Dinger, relativ viele. Oh ne, so viele sind das. Warum? Ah, ich war zu weit rechts. Achso, ich hätte weiter nach links. Genau. Das hier sind die Tore, die Eingangstore, glaube ich. Dann gibt es hier nochmal so Parkgebäude, es gibt so ja Bänke und so weiter. Es gibt eine Mauer, die man dann ziehen kann, die auch in verschiedenen Styles, und das ist halt extrem viel. Und das ganze Ding, so wie es in echt zusammen gehört, das hat er quasi als Export bereitgestellt. Und mit Moovit kann man ja kann man sich so Objekte schnappen. Also zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich mache mal hier Moovit auf und nehme jetzt diese Bäume hier. Die möchte ich gerne exportieren, und dann kann jemand anders, der dann auch diese ganzen Models davon hat, diese Datei dann von mir nehmen und die genauso wieder importieren. Dafür muss man einfach hier auf andere Werkzeuge und dann Auswahl exportieren machen. Und genau, jetzt werde ich einmal das Ding von ihm importieren. Das ist hier das Treptow Memorial. Das ist auch riesengroß. Und das hat er jetzt nochmal in einem neuen Abzug gemacht, weil es irgendwie da Probleme gab. Und insgesamt musste ich dafür 49 Assets im Workshop subscriben. Und wie man sieht, ich wollte das, eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, das hier hinzumachen. Nur leider passt das hier nicht. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, ja, selbst wenn ich es so mache, dann müsste ich halt die Autobahn irgendwie entweder viel früher runtergehen lassen oder ja, das entsprechend irgendwie umbauen. Deswegen werde ich das Ding mal, glaube ich, versuchen hier hinzupacken, und dann werde ich jetzt erstmal die Bäume da wegrasieren und dann können wir uns mal zusammen angucken, wie das Ding aussieht. So, packen wir es mal. Ich glaube, ich mache es sogar ein bisschen weiter noch nach unten, weil da ja wirklich noch Straßen dran kommen. Probieren wir es mal hier hinzusetzen. So, dass der Boden hier so ein bisschen merkwürdig ist, das finde ich noch etwas komisch. Ich habe auch irgendwie eine etwas andere Sandtextur. Hier auch diese Küste. Die war vorher, ja, sandiger. Das müsste ich nochmal ein bisschen. Ich
nachpflegen, aber dass das hier so in so einem Viereck ist, das ist ja ein bisschen komisch. Das wird man aber vermutlich nochmal hier mit dem Surface Painter. Warte mal. Muss ich den hier nehmen? Mit dem hier könnten wir es dann, glaube ich, nochmal fixen. Es sei denn, das hat irgendeinen speziellen Hintergrund, dass das so ist, aber es scheint sich zumindest fixen zu lassen. Das würde ich dann, glaube ich, obwohl das geht relativ schnell. Das mache ich eben jetzt. Warte mal, haben wir hier noch einen Eingang? Ah, hier haben wir so eine offene Tür. Auch so die richtig feine Details, ne? Dann dabei hier überall unterschiedliche Arten von Bäumen. Diese Teile brauchen scheinbar alle eine Straßenanbindung bzw. eine Wegeanbindung. Und der Weg ist dann wahrscheinlich irgendwie über die Wege mit dem hier verbunden. Und dann muss ich hier wahrscheinlich ganz normal die Straße anbinden. Ich überlege gerade, vielleicht könnte ich sogar sagen, dass wir diese linke Seite per Brücke über die Autobahn geben und dann irgendwie in dieses Viertel bringen. Und die andere, die können wir auf jeden Fall hier anschließen. Das ist schon mal klar. Kann, was ist denn das für eine Straße eigentlich? Ist das nochmal eine eigene? Ach, das ist eine Einbahnstraße. Eieiei. Aber gut, die kann ich ja auch eigentlich theoretisch hier einmal um... Ne, warte mal. Vorne darf keine Einbahnstraße sein. Das ist ja Quatsch. Vorne brauchen wir eine ganz normale. Wo hatte ich denn das vorher immer stehen? Und dann würde ich sagen, entweder drehen wir den Pfeil. Naja, was besser ist, wenn die durch diese Kurve hier direkt andersrum fahren. Also nehmen wir das Ding und drehen. Ah, die muss ich alle mit Road Energy machen. Drehen wir die einmal um. Dann können sie nämlich rein, einmal drehen und wieder raus. Hier ist sogar so Parkplätze. Da stehen sogar schon Autos. Oh, warte mal. Warum wird das... Ah, das ist echt merkwürdig, dass er dann immer so dunkel wird, wenn ich da irgendwie im Baumenü bin nach einer bestimmten Zeit. Was das hier da am Rand ist, das verstehe ich auch noch nicht so ganz. Kann ich aber auch nicht wegmachen. One way with parking. Ah, okay. Vorne nehmen wir auch mal die Standardstraße, würde ich sagen. So. Und dann... Ja, hier könnten sie tatsächlich sogar besser andersrum fahren, glaube ich. Dass die dann beide hier auf die fahren und dann, genau. So, jetzt ist nochmal die Frage, Parkgebiet. Ah, genau, wir müssen das Ganze natürlich jetzt zu einem Park machen. Weil das ja, wie gesagt, als Park umgesetzt ist. Da, Parkgebiet. Braucht das Ding hier in der Mitte auch Wasser? Wir machen es einfach mal. Kriegt das Ding auch Wasser? So, und was haben wir hier? Zugang zu Straße oder Weg erforderlich? Okay. Warum? Ups. Warte mal, ich versuche den mal mit... Ach du Kacke. Jetzt muss ich ihn daneben Gebäude... Ja, die Frage ist, wo ist der Weg? Wo können die laufen? Oder muss man hier noch einen Weg ziehen? Und ist das so richtig, dass das hier so etwas unterschiedlich aussieht? Und hier überall die Teile hier durchkommen? Warte mal. Wobei, hier müsste das auch eigentlich alles...
Gras sein, aber in der Mitte kann ich halt kein Gras machen. Wenn ich in der Mitte Gras mache, dann kommt hier wieder das Gras durch. Das ist doch irgendwie... Ja, da muss ich mir nochmal schlau machen, wie man das fixt. Vielleicht nochmal die Anleitung lesen. So, und das Ding können wir jetzt, würde ich sagen, einmal umbenennen. So, ich habe mir gerade mal den Namen daraus kopiert. So heißt es im Workshop. Und das Ding kostet jetzt 640. Schauen wir mal, wie viel das bringt. Das ist jetzt schon auf 1949. Wir brauchen jetzt halt nur die Besucher, dass sie hinkommen. Ich denke, wir können das trotzdem ordentlich nach oben bumpen. Und dann, ja, ist jetzt die Frage, wie machen wir das mit der Straße? Schließen wir die da auch an? Ich lasse erstmal wieder laufen. Ach hey, das sieht doch so scheiße aus, wenn das irgendwie so komisch ist. Also mit dem Ding, wenn ich das mit linker Maustaste mache, kann ich es zeichnen. Mit rechter passiert genau das gleiche, aber das habe ich ja eigentlich schon gerade gemacht, oder nicht? Und dann passiert irgendwie, kommt das teilweise wieder zurückgeschossen. So, wenn ich hier auch rechtsklick, aber ja, eigentlich muss das, glaube ich, alles grün sein hier. Aber dann ist halt der Weg scheiße. Keine Ahnung. Ich mache es trotzdem erstmal grün, dann haben wir halt ein bisschen Rasen erstmal auf dem Weg und dann gucke ich mal, wie man das fixen kann. So, schauen wir nochmal rein. Hier sieht man so dieses sowjetische Symbol. Hammer und Sichel. Leider klippt das hier, wenn er nicht mal nur, wenn es markiert ist, sondern scheinbar je nach Kamera so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob das hier normal ist, dass das hier so in der Luft fliegt. Da fehlt doch irgendwie was, was man da nicht sehen kann. Brush 8x2 Clip. Also 100%ig hat das mit dem Export-Import noch nicht funktioniert. Hier sind dann scheinbar überall die Gräber. Und hier ist nochmal eine Statue. Auch hier haben wir fliegende Sachen. Auch das ist wieder ein bisschen merkwürdig, dass sie hier so in der Luft rumfliegen. Frage ich sonst zur Not nochmal nach. Okay, ich lasse das Ding einfach mal nebenbei laufen. Mal gucken, wie das so vorangeht. Ich wollte hier noch ein bisschen die Wall Street vergrößern, damit wir auch noch mehr Kohle machen. Denn die kostet ja auch irgendwie Geld, die zu betreiben. Und dann wollen wir auch diesen Bonus, den wir hier kriegen, ein wenig ausnutzen. Ich glaube, ich mache einfach hier nochmal ein paar Querstraßen mit rein. So, da habe ich es wieder gefunden. Hier habe ich erstmal meine Schaltfläche wieder hingeholt. So, zack. Gebiete ausschalten, ältere Straßen priorisieren. So, jetzt hat der hier mehr Platz, sich dort auszubreiten, genau. Dort brauche ich nichts und auch... hier brauche ich das eigentlich nur an einer Seite, da sage ich Gebiete erzwingen, neuere Straßen priorisieren. Wenn ich das jetzt klicke, dann müsste die und die eigentlich Prio kriegen. Und jetzt müsste ich eigentlich hier so bauen können, dass dieses Gebäude nicht an der Hauptstraße ist. Schauen wir mal. Na gut, hier würde ich noch eins hinmachen. Und hier auch und an der anderen Seite. Hier haben wir ja noch diesen Park. Ich glaube, da können wir auch noch mal diese Brücke ein wenig weiterführen. So, und hier würde ich sagen, kommt hier auch noch Wall Street hin. Erstmal nur hier hin. Eigentlich soll er auch wieder an diese Straße nichts machen. So.
Dann Ampeln. Hier kommen auch noch überall Warnungen. Hoffen wir mal, dass da nicht zu viele durch diese Straßen durch wollen. Und ja, wir haben gar keine Nachfrage, merke ich gerade. Nach der Wall Street, wir müssen erst noch mal ein paar Einwohner besorgen. Ich glaube... Ja, ich glaube, ich bleibe hier an der Hauptstraße, weil es wird hier noch mal ein bisschen breiter. Ich glaube, hier kann ich sogar noch eine Seitenstraße, glaube ich, so eventuell da reinbauen. So, da können wir jetzt noch mal ordentlich was an Wohngebiet hinpflanzen. Ich würde sagen, wir haben hier hinten überall Low Residential, dass wir vielleicht hier nochmal ein bisschen High Residential machen und vielleicht hier zwischen nochmal auch noch was zum Einkaufen, so Supermärkte oder sowas in die Richtung. Wand an Wand Wohngebäude. Hier haben wir immer so lange zusammenhängende Teile auch. Hier müsste das eigentlich gut funktionieren. Und unten gucke ich gleich nochmal, ob ich das dort wirklich machen will. Das ist irgendwie auch wieder merkwürdig. Na gut, das ist nah genug an der anderen, deswegen hat er das verbunden. Und wir brauchen Wasser. Ich bin irgendwie total raus, ein paar, irgendwie 10 Tage, 7, 10, 12 Tage, was weiß ich, wie viel das waren, nicht gespielt. Und ich klicke hier überall die falschen Sachen an. Aber das kommt schon wieder alles. So, die ziehen auch relativ schnell ein, weil wir halt Nachfrage haben. Und von der Häuserhöhe gefällt mir das schon mal, aber ich glaube, die werden ja halt noch größer, ne? Und ich glaube, ich sollte auch den ein oder anderen Durchgang hier vielleicht nochmal für Fußgänger auch mit reinmachen. Okay, ja, und einkaufen sollen die hier auch. Ja, tatsächlich finde ich gerade keine vernünftigen, einzigartigen Gebäude. Ich hätte hier noch so ein paar Wolkenkratzer aus dem Modern Japan Content Creator Pack. Wir sind ja hier auch bei der Börse. Vielleicht finden wir hier auch was, was wir dahin machen können. Ansonsten kann ich mir auch gut hier dieses Forschungszentrum theoretisch vorstellen. Es macht aber ein bisschen Lautstärke, aber wenn ich das hier neben die Börse baue, könnte das auch funktionieren. Oder ich mache es mal hier hin. E-Autos. Ist auch laut. Passt, ne. Was denn mit den Teilen? Brauchen wir hier noch mehr so Wolkenkratzer, aber dann müssten die eigentlich auch an der gleichen Stelle stehen. Von der Lautstärke wird das noch gehen. Aber die wären dann eher im Center, würde ich sagen. Ne, ich glaube, ich mache hier ganz normal ein... Ich glaube, ich mache hier oben weiter Wall Street und unten mache ich an der Straße dicht besiedeltes Gewerbegebiet, aber ich würde da kein Wall an Wall machen, weil wir haben hier immer so kleine Lücken dazwischen. Dann schaue ich nochmal, was wir da so als Alternative haben. Aber ansonsten haben wir da eigentlich höchstens die lokale Herstellung. Die sind wirklich sehr flach. Ich glaube, dann nehme ich Wall an Wall oder nehme ich, ich glaube, ich nehme einfach die Default ohne
ohne irgendwas Spezielles. Und hier oben. Gucken wir nochmal ein bisschen. Was ist denn hier los? Dass wir hier Wall Street mit dran kriegen. Und dann würde ich auch sagen, machen wir hier nochmal einen Weg mit rein. Brauchen ein bisschen, bis sie einziehen, aber die Wohngebiete sind schnell entstanden. Oh je, diese Textur, da muss ich wirklich nochmal gucken. Sieht auf jeden Fall deutlich anders aus als vorher. Aber trotzdem, die Grafikqualität an sich ist hoch. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich wollte dort sowieso nochmal den 7 speichern. Das hier ist, wie heißt diese Mod nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Aber das Ganze speichern wir erstmal als Mox 1. Use as Default. So, und jetzt kann man nämlich hier auch nochmal andere 7s einstellen. Das heißt, ich könnte jetzt auch sagen, hier, wir wollen ein bisschen im Winter zocken. Oh, warum werden die denn alle happy? Oder wir wollen so zocken. Hier hätten wir zum Beispiel den Sand, aber es ist deutlich dunkler. Tropical, das hier, und ich glaube, ich hatte vorher irgendwann mal Cedar Valley, aber es kann auch sein, dass ich da theoretisch kann es auch sein, dass ich dann nochmal auch einzelne Texturen ausgetauscht habe. Also hier kann man zum Beispiel nochmal die Sandtextur nehmen und dann die da reinmachen, ohne dass wir den kompletten 7 nehmen, scheinbar. Können wir auch sagen, wir wollen das Gras gerne von dem hier haben, oder? Ja, der wechselt genau jetzt. Haben wir ein etwas helleres Gras. Das helle finde ich irgendwie ein bisschen besser. Und dann könnten wir sagen, keine Ahnung, Ruined ist vielleicht das, was wir hier haben. Ach nee, das ist das hier am Rand. Das gefällt mir schon besser. Was haben wir noch? Gravel. Das sehe ich gerade nicht. Das ist schlecht. Ist das Cliff? Ah, Cliff Text. Da wäre das. Gefallen mir halt alle irgendwie nicht. Aber da kann man auch theoretisch hier nochmal irgendwie den Slider ändern. Und man kann sich auch nochmal eigene Texturen irgendwie beschaffen. Naja, gut. Und das werde ich auf jeden Fall für die neue Karte dann nochmal gut abstimmen. Für diese lohnt sich das jetzt einfach nicht mehr, weil ich hier nicht mehr so viele Folgen drehen werde, glaube ich. So. Sieht aber doch jetzt irgendwie gewöhnungsbedürftig aus. Kann ich jetzt einfach das ganze Ding jetzt mal als Mox 2 speichern und dann sagen, hier haben wir bitte das alte Ding laden, genau. So, und das hier haben wir es jetzt auch deutlich heller. Es gibt hier halt noch zig andere Menüs, die er jetzt alle umgestellt hat. Das muss ich, glaube ich, anstatt das 7 zu wechseln, will ich mir da lieber so ein bisschen auf Vorlagen von anderen 7s die besten Sachen rauspicken und mir dann mein eigenes bauen, was mir selber gefällt und hoffentlich euch dann auch. So, lass uns mal schauen, was hier hinten abgeht. Sehen wir hier irgendwo Leute? Hier läuft jemand. Besonders viele sind aber hier nicht drin. Und ich glaube auch, dass die Location, die ich hier jetzt gezwungenermaßen aufgrund der Größe gewählt habe, einfach scheiße ist. Das müsste halt im Idealfall irgendwie, ja, keine Ahnung, mitten in der Stadt sein. Oder
vielleicht sogar, was weiß ich, hier, dass man das zwischen dem und dem Stadtteil hat oder so. Am besten nicht noch, dass da irgendwie eine Autobahn zwischenherlaufen. Ich glaube, so ist das als Attraction-Punkt einfach zu weit weg. Wir haben jetzt auch natürlich kein Nahverkehrsmittel, was jetzt irgendwie hier auch nochmal direkt hält. Das kommt auch nochmal hinzu, aber ich wollte das Ding gerne mal zumindest ausprobieren, weil wenn, sobald ich die Sachen halt kenne, kann ich mich dann auch entscheiden, ob ich die vielleicht auch auf der neuen Karte nochmal wiederverwenden will. Okidoki, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal an dieser Stelle eine kurze, knackige Folge, denn ich möchte gerne einmal gucken, ob das überhaupt alles so passt vom Sound her, und ich muss auch nochmal Videoschnittprogramm eben installieren und so weiter. Nicht, dass ich hinterher alles nochmal neu aufzeichnen muss, und dann wäre es ärgerlich, wenn die Folge halt zu lange geht. In dem Sinne, es war wahrscheinlich jetzt nicht so mega interessant, die Folge, aber es wird jetzt wieder fleißig Content kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Und ja, neues Jahr, da können wir auch bald die neue Karte starten, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, und ja, bedanke mich dann erstmal, dass ihr wieder mit dabei wart, und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann habe ich mir auch hoffentlich einen Plan überlegt, was ich hier in der Mitte machen werde, und dann kriegen wir hier hoffentlich auch mehr Leute in die Station rein. Ich kann ja noch mal kurz auf diese Linie gucken. Das war ja die Nord-Süd-Bahn. Ja, da geht halt noch mehr. 28, 31, die will ich gerne mal voll haben. Das ist auf jeden Fall noch ein Ziel für mir. Und dafür muss halt einmal hier hinten noch was abgehen. Da tragen wir jetzt schon ein bisschen dazu bei, indem wir hier mehr Sachen hinbauen. Wir können halt hier auch noch mehr bauen. Dann müssen wir in der Mitte mehr bauen. Und ja, hier hinten ist eigentlich schon relativ viel, zumindest auf der Seite. Und dann geht es hoffentlich mehr ab als jetzt. Na gut, dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.